Heidi ho Leute, hier bin ich wieder und willkommen zurück zu einem weiteren Video meines Let's Plays von The Legend of Zelda Twilight Princess. Und letztes Mal mussten wir uns um das Geheimnis von Ilias verlorener Erinnerung kümmern und unser Weg führte uns in ein verlassenes Dorf, das von einem Volk bewohnt wurde, das aber schon lang ausgestorben ist, leider, und der Königsfamilie diente. Nur eine hat überlebt und die wohnt hier hinten in diesem Haus und das ist die Impas. Und Impas hatte auf Ilia aufgepasst, bevor Ilia dann nach Hyrule kam, zu Thelma. Und ja, wir haben, nachdem wir die Holzschnitzerei von den Skelettwölfen ergattert haben, sind wir erst zurück zu Ilia, haben ihr diese gezeigt und dann hat sie sich an eine Person erinnert, also an die Impas erinnert, die ihr aus dem Dorf zur Flucht verholfen hatte. Und dann mussten wir selber zu diesem Ort und haben uns erst um die Goblins gekümmert, weil hier an die 20 Gegner waren. Und dann kam Impas zum Vorschein und sie hatte uns dann die Tonflöte gegeben. Also Impas Halskette. Ilias Halskette gegeben, die Ilia der Impas zum Schutz gegeben hatte. So als Glücksbringer oder als Talisman. Und als wir dann mit Ilias Halskette wieder in Kakariko waren und Ilia ihre Halskette sah, hat sie sich glücklicherweise wieder an alles erinnert. Und jetzt hat sie ihr Gedächtnis zurück. Wir sind glücklich, Ilia ist glücklich und die Kinder sind auch glücklich. Und zu guter Letzt haben wir nochmal bei Impas vorbeigesehen und sie hat uns jetzt, da wir ihr den Kopierstab gezeigt haben, ein Dokument gegeben. Und zwar ist es das hier, das kumulalische Dokument. Das Kumulana Dokument. Und mit diesem Dokument, Leute, müssen wir jetzt zuallererst, ich wollte eigentlich warten, wir müssen jetzt zuallererst nach Kakariko zurück und die Brillenschlange aufsuchen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, sorry Leute, aber es ist auf jeden Fall auch ein Bekannter von Thelma, der unten im Heiligtum eine Statue begutäugelt und wenn wir ihm diese Dokumente zeigen, werden wir mit Sicherheit weiterkommen. Zu 100%. Damit wir dann endlich bald nach Kumula aufbrechen können. Aber jetzt eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir erstmal ins Heiligtum und schauen hier nach dem Rechten. Und da ist er ja auch schon. So. Was ist das denn? Oh, sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ich hab's gestohlen. Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Ich denke, da fehlt aber was. Da tut's nämlich gar nichts. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Tom. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument also erst einmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Oh, das ist immer das, wenn ich zu schnell lese, dann das ist immer das Gleiche, das regt mich so auf.
Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du noch Fragen hast, komm einfach zu mir. Alle diese Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Okay, dann treffen wir uns an der Statue. Was? Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab, der antiken Statuen Leben einhaucht. Okay, warum hat das auch immer wieder... Hä? Wieso hat das wieder... Macht? Okay. Dann ist es halt so. In diesem alten Dokument stand also der Zauberspruch, der diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen. Der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also Tom, gehen wir? Ja. Kann ich da jetzt die schon mal bewegen? Nein, das funktioniert nicht. Leider. So, wo ist denn unsere erste Statue? Also hier ist eine. Und da oben ist auch eine. Gehen wir jetzt erst einmal zu der westlich von Kakariko. Und dann zu der an der Eldin-Brücke. Eine nach dem anderen, Leute. Machen wir jetzt eine nach dem anderen. Und dann sehen wir weiter, was Sache ist. Natürlich reite ich auf Epona. Da bin ich nämlich um einiges schneller, als wenn ich sie nicht nehmen würde. Also gut, suchen wir die erste Statue auf. Wo war die jetzt? Okay, ich muss hier hoch. Wahrscheinlich ist sie das da. Wetten wir? Wir steigen mal ab. Oder ist es was anderes? Nee, ich glaube, das ist was anderes. Oder ist es die? Nein, ich glaube, ich bin sogar richtig. Ich glaube, dass ich richtig bin. Ach ja, da dachte ich ja zuerst, dass da ein Herzteil drin ist. Aber vielleicht ist da ja was drin, wer weiß. Wieso hat das nicht geklappt? Du Kotzbrocken. Ich bin direkt auf das Teil hier gesprungen. Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Muss ich jetzt ernsthaft ein paar Schritte mit der Statue formen, dass du da gut drauf springen kannst, du Vollhorst? Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, anscheinend ist es dem sein Ernst. Dann kommen wir mit Statue. Zurücknehmen, so. Ach, warte mal. Ja klar, ich kann sie ja eigentlich auch so machen. So. Nochmal ein bisschen zurückgehen. So. Und nun so hinstellen. Ich glaube, das müsste eigentlich passen. Jawohl. Gut. Das ist eine Schatztruhe. Was ist da drin? Ein Stempel mit dem Buchstaben E auf Lianisch. So. Also leider kein Herzteil. Schade. Aber hier ist ein leuchtendes Wappen. Du entdeckst ein... Ich kann das nicht vorlesen. Du entdeckst ein kumulanisches Zeichen. Damit kannst du einen Teil des Kumulaner-Dokuments lesen. Aber anscheinend enthält das Dokument immer noch Lücken. Ja, so wie es aussieht. So wie es aussieht schon, ja. Oh, da vorne ist ein Geist, sehe ich gerade. Auf der anderen Seite. Epona, du doofes Mischpferd, ganz ehrlich. Kann bloß so doof sein. Alter, ist auch ein Insekt, sehe ich gerade. Kann man das auch gleich aufsammeln? Ich denke aber schon. Was ist das? Eine Kellerassel männlich. Okay, die habe ich nämlich noch nicht. Die Kellerassel
Die habe ich noch nicht. So. Dann erstmal den Geist hier vernichten. So. Steigen Sie ab, mein Held. Wir werden zum Wolf. So. So, Herr Geist. Ah, ah. Das lässt du schön sein. Mein Freund. Eine weitere Geisterseele. Jetzt müsste ich 30 Stück haben. Und da hinten war, glaube ich, auch noch was. Da waren sogar zwei Sachen, ja. Aber da, ich glaube, da hinten, den komme ich noch gar nicht. Nein. Müsste ich mich... Nee, das funktioniert noch nicht. Da komme ich noch nicht hin. Da brauche ich nämlich den Doppelhaken. Und den Doppelhaken bekomme ich leider erst, wenn ich in Kumula war. Ja. So, dann warten wir uns gleich mal zum nächsten Zeichen. Das ist nämlich gleich hier oben. Immerhin habe ich jetzt ein goldenes Eck gefunden. Immerhin. Ist ja schon mal etwas. Also, es gibt insgesamt 6 Zeichen. Vielleicht 2 in jedem Gebiet. Könnte ja sein. So, wo ist das Zeichen? Ach, da. Okay, schon gefunden. Das war jetzt leicht zu finden. So. Okay, das war jetzt relativ schnell zu finden, dieses Zeichen. Das war jetzt nicht schwer. Jawohl. Wir entdecken ein weiteres kumulanisches Zeichen. Und enthält aber immer noch Lücken. So, dann schauen wir mal weiter. Wo befindet sich der Rest vom Schützenfest? Da unten sind 2. Eins ist also auf der Brücke und eins ist hier. Ich gehe mal hier hin. In die Nähe von Hyrule-Stadt. Denn da ist nämlich auch gleich unser Wolf in der Nähe, damit ich die letzte okkulte Kunst lernen kann. Die werde ich natürlich auch lernen, eh klar. Oh, da ist ein Insekt. Ein Schmetterling. Habe ich den schon? Ich glaube aber fast nicht, dass ich den habe. Wir halten den männlichen Schmetterling. Gut. Sehr schön. So, wo ist das Zeichen hier? Da unten ist auch noch ein Geist. Okay. Dann werden wir den auch noch besiegen, den Geist. Wenn der schon mal hier so blöd in die Weltgeschichte schaut. Dieser doofe Mistgeist. So. Nice. Eine weitere Geistseele haben wir erhalten. Gut. So, jetzt möchte ich bloß ganz gerne wissen, wie ich da hochkomme. Zu der Schatztruhe hier. Jetzt warte mal. Ach, hier gibt es ja so ein Zeichen. Ja, stimmt, hier gibt es ja sowas. Klar. Komm mal mit. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal bitte mit. Junger Freund. Ich möchte nämlich darüber springen dann. Sollte vom Abstand reichen. Erst die Schatztruhe und dann das Zeichen. Das ist noch zu weit. So, aber jetzt. Aber jetzt sollte ich rüberkommen, hoffe ich. Was war denn das? Was zur Hölle war das gerade für ein lächerlicher Kacksprung? Na also. Wird es jetzt auch ein Stempel? Nein, oh, ein goldener Rubin, ja, nice. Das sage ich natürlich nicht nein. Das sage ich nicht nein. So. So, hier muss ich jetzt ein bisschen vor. So. Das sollte reichen. Und dass ich da auch drüber springen kann. Ich hoffe, das reicht. Ja. Und wir haben das dritte Zeichen gefunden, Leute. Fehlen nur noch die restlichen 3. Sehr gut. Ja, enthält immer noch Lücken.
So, jetzt erstmal zurück nach Hyrules Stadt. Um dort den Wolf aufzusuchen. Ich hoffe, den kann ich ohne Probleme aufsuchen. Diese Fähigkeit möchte ich nämlich jetzt gleich lernen. Dann habe ich das Übel nämlich auch schon weg. Und dann brauche ich dringend wieder Epona. Nachdem ich die letzte fehlende Fähigkeit der okkulten Künste gelernt habe. Versteht sich natürlich von selbst. Hehe. Muss ich hier hoch, ja. Ich hoffe, der Wolf ist da. Ich hoffe es, dass ich dahin kann. Aber normalerweise schon. Die Tür steht auf jeden Fall auf. Ja, der hockt genau vor... Er sitzt genau vor dem Schutzwall. Jawollo. Dann lehr uns die letzte fehlende okkulte Kunst. Herr Lehrer. Die Zeit ist gekommen. Dies ist die siebte und letzte okkulte Kunst, die ich dich lehren werde. Diese letzte okkulte Kunst ist eine äußerst geheime Technik, die den ganzen Mut desjenigen verlangt, der sie ausführt. Bist du bereit, diese okkulte Kunst zu erlernen, die nur ein wahrer Held meistern kann? Ja. Also gut. Aber zuvor, zeige mir noch einmal, ob du die Riesensprungattacke, die ich dir beim letzten Mal gelehrt habe, beherrschst. Also los, greif mich an. Okay, nichts leichter als das du Brocken. Nichts leichter als das du Brocken! So. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die letzte okkulte Kunst. Die Riesenwirbelattacke. Oh, die ist mit Sicherheit stark. Könnte ich mir vorstellen, dass sie stark sein wird. Du beherrschst die Wirbelattacke, eine der Basistechniken des Schwertkampfes. Nun, da du zahlreiche okkulte Künste gelernt hast und den Geist eines wahren Helden besitzt, kannst du die Macht der Wirbelattacke verstärken. Aber du kannst diese Kraft nur aufbringen, wenn du voller Lebensenergie bist, okay? Also dann, greife mich mit einer Wirbelattacke an. Na gut. Und das war sie anscheinend. Eine hervorragende Technik. Ich sage es dir noch einmal, wenn du keine volle Lebenskraft hast, kannst du diese Technik nicht verwenden. Vergiss das nie. Damit hast du die letzte okkulte Kunst, die Riesenwirbelattacke, erlernt. Jawohl. Du hast die Riesenwirbelattacke erlernt. Wenn du bei voller Lebenskraft eine Wirbelattacke ausführst, hat diese mehr Effekt. Nun hast du alle okkulten Künste gelernt. Zwar wurde ich als Held geboren, aber der Nachwelt konnte ich nie mein Wissen vermitteln. Endlich habe ich dies nachgeholt. Du, der du zahlreiche Kämpfe überstanden hast und mit klarem Blick in die Zukunft schaust, hast die Macht, aus diesem Hyrule wieder das von den Göttinnen gesegnete Land zu machen, das es einst war. Adieu. Geh hin und ziehe mutig in den Kampf, mein Sohn. Mein Sohn? Das war aber nicht sein Vater, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht, ob es sein Vater war, weil er ihn ja mein Sohn genannt hat. Könnte sein, dass es der Vater war. So, jetzt gehen wir hierhin zurück. Und schauen, dass wir mit unserer liebenswerten Epona zum nächsten Sockel kommen, um dort ein weiteres Zeichen zu erlernen. So. Einmal zum Mensch werden und pfeifen.
Da kommt ja schon unser treues Ross. Hallo, Eponalein. Und bitte renn jetzt nicht gegen irgendetwas. Tu mir den Gefallen. Tust mir den Gefallen, Epona? Natürlich tust mir den Gefallen. Dass du einfach schön brav geradeaus reitest, ohne besondere Vorkommnisse. Denn eigentlich, Leute, ist die Reihenfolge, wie man diese Zeichen aufsucht, schnurzpiep egal. Hauptsache, man findet sie alle. Das ist eigentlich das Wichtigste. So. Es muss hier irgendwo sein, ganz in der Nähe. Halt, halt, halt! Wir sind schon längst da. So, es ist hier oben. Das ist auch noch eine Schatztruhe. Und wie bitte komme ich da hin? Warte mal kurz, da ist noch ein Felsen, der gesprengt werden möchte. Ist toll geworfen, ja. Habe ja wirklich gerade sensationell gemacht, muss ich schon sagen. Also viel besser hätte es ein Volltrottel wie ich gar nicht hinbringen können. Ah, sind bloß Rubine drin, okay. Ach so, da ist... Ah, okay. Oben. Muss ich wahrscheinlich so da drunter stellen. Jetzt brauche ich meinen Fanghaken. Ist da oben auch was hier? Da ist natürlich nichts. Schau mal, was da oben ist. Nichts. Link, du sollst bitte nach unten, danke. Kannst auch loslassen, danke. So, dann lesen wir das nächste Wort. Und damit waren es nur noch zwei Worte, die gelernt werden mussten. Aber natürlich hole ich jetzt erst die Schatztruhe da drüben. So soll's passen. Hoffe ich. Ja. Passt. Sehr schön. Nochmal 100 Rubine. Nice. Cool. Sehr, sehr schön. Dann warten wir uns gleich weiter zum nächsten Abschnitt. Da ist nichts. Da ist auch noch eins. In der Gerudo-Wüste. Echt? Ist da auch noch eins? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es wären noch zwei Stück im Wald von Firon gewesen, aber da habe ich mich wohl mal wieder getäuscht. So. Dann spurte wieder er da hinten. Ich sehe es schon. Da drin sind wahrscheinlich auch nochmal 100 Rubine. Erstmal wieder menschlich werden. So, wo muss ich? Ach so, ich muss... Ne, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach so, doch, so. Also ich muss erst so. Ist nämlich hier drauf. Ja. Unser fünftes Wort. Und dann brauchen wir noch ein letztes Wort, das wir lernen müssen. Ja. Eine Lücke fehlt noch. Warte mal. Boah, nicht runterfallen bitte, Link. Tu mir den Gefallen und flieg jetzt da nicht runter. Ich möchte nämlich die Schatztruhe holen. Was machst du, Link? Du bist doof, ich scheiße, Typ. Du Typ, du bist doof. Weißt du das eigentlich? Ich muss ein bisschen langsamer machen. Ich war gerade zu hektisch. Okay. Und jetzt nach links. Sollte eigentlich schon reichen. Ja. Ist aber knapp, ey. Huiuiui. So. Und nun... Hier hinten hin.
Ganz behutsam nach vorne laufen. So. Dasselbe nochmal. Aber erst bis nach rechts laufen. Ich mach's ganz behutsam, Leute. Dass ich jetzt ja nicht wieder runterfall. Das wäre jetzt nämlich echt tragisch. Okay. Sehr schön. Diese Schatztruhe ist auch unser. Nice. Auch nochmal 100 Rubine. Die brauche ich sowieso. Die brauche ich jetzt ganz, ganz dringend, die Rubine gerade. So, und wo ist unser letztes Stückchen? Hier. Okay, da muss ich jetzt hierhin zurück. Und dann sollte das Ganze kein Problem sein. Ja, wie gesagt, also das mit diesen Worten zu finden, ich denke, oder allgemein das jetzt mit Ilias Erinnerung, ich denke, ohne Lösungsbuch hätte ich mir jetzt da ein bisschen schwer getan. Muss ich ganz offen ehrlich zugeben, aber das Gute ist, dass diese Statuen hier in der Karte eingezeichnet werden. Und das finde ich sehr, sehr vorteilhaft, ansonsten sucht man sich da wirklich den Arsch ab, ja. Oh, da ist ein Mensch. Soll ich mich natürlich nicht verwandeln. Aber jetzt kann ich mich noch verwandeln, oder? Kann ich? Darf ich? Ich wollte mich eigentlich in einen Menschen verwandeln. Danke. Zu gnädig. Dann werfen wir mal eine Bombe. Hier hin, wir müssen nämlich da durch. Auch noch mal ein paar Rubinchen. Sehr schön. Und wo geht's jetzt lang? Ah ja, okay. Hier. Da drin ist nämlich was. Unser letztes Teil, das wir wahrscheinlich lernen müssen. Jawohl. Antikes Dokument vollständig. Du hast alle kumulanischen Zeichen erfolgreich ergänzt. Es enthält wichtige Hinweise für die Reise nach Kumula. Lege es auf bla 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 an und zeige es verschiedenen Leuten. Tja, wem werde ich das wohl zeigen müssen? Hm, keine Ahnung. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wohin ich jetzt eigentlich... da oben ist nämlich auch noch eine Schatztruhe. Komme ich da ohne weiteres hin? Warte mal, kann ich mich da auf diesen Zweig da... Nein, das funktioniert nicht. Wie komme ich da hoch? Ach, wahrscheinlich muss ich... Nein, da... Ah, das muss hier rein. Kann das sein? Kann das sein? Kann es möglich sein? Ja. Es ist sogar möglich. Und jetzt wahrscheinlich als Wolf. Und jetzt wahrscheinlich als Wolf da hoch. Jumpen. Ja. Jawohl. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Schatztruhe, die uns von der anderen Seite ganz am Anfang unseres Let's Plays versperrt war. Und wir nicht hingekommen sind. Was ist da drin? Ein Herzteil? Ein Herzteil. Nice. Da brauchen wir noch ein weiteres und wir erhalten einen weiteren Herzcontainer. So, und jetzt können wir eigentlich zurück nach Kakariko gehen. Ich denke nämlich, dass der Typ es dann nämlich wieder unten sein wird. Hoffe ich zumindest. Das wäre sehr schön, wenn der wieder da unten wäre. Ansonsten, wenn er da nicht ist, muss ich zurück nach Hyrule-Stadt. Um dort mit ihm zu reden, mit der Brillenschlange. Meint ihr, mir wird der Name für diesen Typen einfallen gerade? Nö, der fällt mir absolut nicht ein gerade. Aber ist ja ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, dass ich mir die Namen da merke. Ich kenne die Namen von den Hauptcharakteren oder die, wo sehr oft auftauchen. Hi, Ilya. Hast du was zu sagen? Tom, Jago wartet schon in den Katakomben. Jago heißt er. Okay, danke. Jetzt weiß ich den Namen wieder. Er heißt Jago. So. Dann das Dokument hier. Dann zeigen wir es ihm wieder. Ist das etwa das antike Dokument von neulich? Nanu,
Da steht ja jetzt viel mehr als vorher. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber es muss ja etwas bedeuten, dass du es mir zeigst, oder? Also gut, Tom. Ich werde noch einmal den Zauberspruch vortragen. Und tatsächlich, es tut sich was. Oh! Sie hat die gleiche Form angenommen wie die anderen Statuen. Was kann das nur bedeuten? Nein, das geht so nicht. Ich bin völlig verwirrt. Entschuldige, Tom. Ich muss erst mal wieder einen klaren Kopf bekommen. Okay. Ja, gut, dann lassen wir ihn mal alleine. Und werden die Statue jetzt einfach mal rausziehen. Ich will wissen, was hier hinten drin ist. Was haben wir hier Schönes, Feines? Oh, ist das eine alte Kanone? Ja. Ist es eine antike Kanone, die uns wahrscheinlich nach Kumula bringt. Tom? Wie hast du diese steinerne Statue und das hier? Unglaublich. Einfach unglaublich. Das ist doch die Kumula-Kanone aus den Aufzeichnungen meines Vaters. Ich wusste doch, dass hier irgendetwas seltsam war. Da hat mich meine Intuition nicht getrogen. Aber wie kann man damit nur nach Kumula gelangen? Sag das Gleiche nochmal. Unglaublich, ich bin ja so gespannt. Auf jeden Fall müssen wir dieses Ding irgendwie in Bewegung versetzen, um nach Kumula zu gelangen. Ja, und dafür habe ich, ja, Midna. Eine Kanone? Was machst du jetzt, Tom? Natürlich warten. Aber dieser Typ schaut dazu. Das war wieder falsch vorgelesen, sorry. Aber dieser Typ da schaut uns schon die ganze Zeit an. Oh. Möglicherweise störe ich. Wie unaufmerksam von mir. Ich sollte wohl besser verschwinden. Also dann, Tom. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie das hier ausgegangen ist. Natürlich. Ach ja. Lass mich dir noch einen letzten Rat geben. Das Ding scheint kaputt zu sein. Du solltest es erstmal jemandem zeigen, der sich mit Kanonen auskennt. Und da weiß ich genau den richtigen Ansprechpartner dafür. Also, bis dann. Tschaußen. Oh, das war ein bisschen gemein von uns, oder? Ein bisschen vielleicht, aber nur ein bisschen. So, dann warten wir halt jetzt. Und zwar nach Ranel. Und zwar zum Hylia-See. Wir müssen ja zum Hylia-See. Na dann, Midna, leg los. Und wir warpen uns nämlich gleich mit zum Hylia-See. Nice. Und zwar müssen wir jetzt mit der Kanone zu Tobi. Tobi! Zum Tobi! So, wir verwandeln uns erstmal wieder zurück in einen Menschen. Und damit, Leute, endet dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst einen mächtigen Daumen nach oben zurück. Es ging jetzt zwar ein bisschen länger als meine bisherigen Teile, aber wir sind noch gut in der Zeit und ich habe endlich die kumulanische Kanone gefunden, die jetzt nur noch repariert werden muss und dann können wir endlich nach Kumula, Leute, zu dem Tempel, der mich wahrscheinlich einige Nerven kosten wird, ja, denn
Dieser Tempel in Kumula ist meiner Meinung nach mit Abstand der schwierigste im gesamten Spiel. Klar, es gibt da noch von den ganzen Legend of Zelda-Reihen noch wesentlich schwierigere Dungeons, aber ich finde, der Dungeon in Kumula ist jetzt in diesem Game Twilight Princess mit Abstand der schwierigste, weil der sehr verwinkelt ist und ich hoffe, ich werde mich da relativ gut zurechtfinden in unserem nächsten Part, aber mehr verrate ich jetzt auch nicht, Leute, und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt und sage hiermit, macht es gut, haltet die Ohren steif und bis zu einem weiteren Teil meines Let's Plays von The Legend of Zelda Twilight Princess. Haut's rein und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.